Katarakt oder wie im Volksmund bekannt der graue Star ist keine Krankheit, sondern eine Alterserscheinung, die häufig ab dem 65. Lebensjahr auftritt. Aber gerade diese Personengruppe hat in der Pandemie Vorsorgeuntersuchungen aufgrund von Angst vor einer Corona-Ansteckung gescheut. Wie wichtig die Kontrollen sind, zeigt nun Herr Dr. Peter Reinelt, Primar der Augenklinik im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, auf. Und er hat auch eine gute Nachricht. Nach einer Kataraktoperation ist gutes Sehen ohne Brille wieder möglich. Grüß Gott, guten Abend zur heutigen Patientenakademie. Heute geht es um den grauen Star. Mein Name ist Primarius Peter Reinl. Ich bin der Vorstand der Augenklinik der Barmherzigen Brüder. Grundsätzlich gibt es natürlich einige Fragen zum grauen Star, die man sich so stellt. Wie erkenne ich denn zum Beispiel einen grauen Star an mir selbst? Habe ich schon einen grauen Star? Wann ist der Zeitpunkt da, dass man operiert? Wie läuft denn überhaupt so eine graue Star-Operation ab? Muss ich mich recht davor fürchten? Wie schnell läuft so eine Operation ab? Und kann ich nach einer grauen Star-Operation vielleicht meine Fehlsichtigkeit anbringen? Das sind so die Kernfragen, die man sich wahrscheinlich so stellt. Grundsätzlich bei uns im Krankenhaus, bei den Barmherzigen Brüder, sind die größte Augenabteilung in Oberösterreich. Wir machen im Jahr fast 19.000 Operationen und davon sind 6.372 graue Star-Operationen gewesen. Also wir machen sehr viele dieser Operationen. Das ist eine der häufigsten Operationen, die überhaupt weltweit und natürlich auch in Österreich durchgeführt wird. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder sind 31 Augenärzte und Augenärztinnen tätig und für ihre Augen 120 Mitarbeiter direkt zuständig. Ein kurzer Blick auf unsere neue Tagesklinik, die wir letztes Jahr im Juni eröffnet haben. Der Vorteil einer Tagesklinik ist, dass man eben nicht stationär aufgenommen werden muss. Das heißt, man kann am gleichen Tag wieder nach Hause gehen. Die Bereiche, die dort abgedeckt werden, ist einerseits ein Großteil unserer grauen Star-Operationen mit bis hin zur Laser-grauen Star-Operation, die ganzen lidchirurgischen Eingriffe, die keine Narkose bedürfen, können hier durchgeführt werden, wie die Blepharoplastik, also eine vermehrte Augenhaut, die einen stören kann, oder kleine Tumore oder Kalazien, also Lidschwellungen mit Sekret drinnen, die können hier behandelt werden. Genauso wie der große Bereich der intravitrealen Injektionen, das heißt, wenn Sie eine Makulaerkrankung haben, dann kann man das auch dort sehr effizient und schnell behandeln, und natürlich der große Bereich der laserchirurgischen Eingriffe, das heißt die ganzen Eingriffe, die man kennt als Brille-Weg-Operationen wie die LASIK und LASIK, die werden ebenfalls nun in unserer neuen Tagesklinik durchgeführt. Als nächstes möchte ich Ihnen einen kleinen Eindruck von unserer hochmodernen neuen Tagesklinik geben in Form eines kurzen Videos. So, die Patienten haben sich angemeldet. Dies ist jetzt der Gang unserer neuen Tagesklinik. Da geht es dann rein in die Tagesklinik. Hier sehen Sie den Sonderklasse, Wartebereich. Lounge heißt der bei uns. Da ist auch angeschlossen die Untersuchungseinheit für die schnellen Kontrollen vor einer OP oder nach der OP. Dann geht es von den beiden Wartebereichen weiter in den IVON-Bereich. Hier sieht man den Bereich, in dem die intravitrealen Injektionen verabreicht werden. Davor gelagert ist der große Vorbereitungsbereich für die anderen Operationen. Hier geht es direkt weiter zu den anderen Eingriffsräumen. Wir kommen nun in den Kataraktoperationssaal hinein. Unsere
moderne Ausstattung, auf die wir auch recht stolz sind. Sie sind nicht recht groß, aber die OPs sind, die Computer sind in die Wände sogar eingelassen, sind Touchscreens, hochmodern, unser hochmodernes OP-Mikroskop, die Lagerbereiche und der Computerarbeitsplatz für den Arzt mit einem hochmodernen Videosystem, Aufzeichnungssystem. Man kann hier sogar von der Ferne zugreifen, um den Kollegen schnell hilfreich beiseite zu stehen, wenn Fragen während einer Operation auftauchen. Ja, was sind nun die Vorteile von so einer Tagesklinik? Eben diese optimierte Patientenversorgung, die Zeiten, die man im Krankenhaus verbringen muss, sind entsprechend kurz. Wir schaffen inzwischen Zeiten von Anmelden bis zum Verlassen der Tagesklinik von 1,5 Stunden. Durch die moderne Technik ist die Operation noch einmal etwas präziser geworden. Natürlich auch entsprechend wurde im EDV-Bereich nachgerüstet, um die Abläufe zu optimieren, und natürlich die räumliche Struktur einer Tagesklinik mit den kurzen Wegen ist ebenfalls ein großer Vorteil für einen schnellen Ablauf. Kommen wir nun zum grauen Star. Der graue Star ist eine der meisten und häufigsten Erblindungsursachen weltweit. Sie sehen hier einige wichtige Augenerkrankungen, die zu einem extrem schlechten Sehvermögen führen können. Seine sind Netzhauterkrankungen, Makuladegenerationen zum Beispiel. Der Diabetes kann schwere Augenerkrankungen verursachen. Der grüne Star und natürlich auch Netzhauterkrankungen wie Netzhautablösungen oder Hornhauterkrankungen wie der Keratokonus. Unser Ziel ist natürlich, in allen Bereichen eine bestmögliche Versorgung für Sie zu gewährleisten. Wir kümmern uns jetzt in diesem Vortrag um den grauen Star. Der graue Star, das ist dieser prominente Bereich hinter der Iris, das ist die Linse, und diese beginnt sich eben im Alter einzutrüben. Ich habe schon erwähnt, dass es die häufigste Operation ist. In Österreich werden ungefähr 70.000 dieser Operationen jährlich durchgeführt, bei uns eben fast 6.500 davon. Weltweit erblinden am grauen Star nach wie vor sehr viele Menschen, 50 Millionen schätzt man, erblinden, und davon ist mehr als die Hälfte die Ursache der graue Star. Wie schon erwähnt, der graue Star ist eine Eintrübung der Linse. Es können hier viele Schichten betroffen sein, die alle zusammen oder einzeln eintrüben. Das Wort grauer Star, Katarakt, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wasserfall. Das heißt, man hat sich das so vorgestellt: Wenn eine Person hinter einer Wasserwand steht und durch das perlende Wasser durchschaut, dann sieht er die Umgebung so weißlich verschwommen und trüb, und daher stammt das Wort Katarakt. Man hat eben beim grauen Star, abhängig wie stark er ist, einen immer stärker werdenden Sehverschlechterung, die fast zu einer Blindung führen kann, und natürlich auch die starke, ist einer der ersten Symptome, die starke Blendempfindlichkeit, die man besonders bei Gegenlicht durch eine Linsentrübung hat. So ist zum Beispiel ein Seheindruck mit einem grauen Star, links ohne und rechts mit grauen Star. Sie sehen, das Bild ist verschwommen, trüb, gräulich und entsprechend unscharf. Und man kann sich vorstellen, ab einer gewissen Stärke ist zum Beispiel das Autofahren nicht mehr möglich. Hier nochmal eine etwas mildere Form von einem grauen Star, aber auch hier sehen Sie, wie die Umgebung langsam beginnt zu verschwimmen, vor allem im Hintergrund, und man dann auch beginnt, sehr bald zum Beispiel Leute auf der Straße nicht mehr zu erkennen. Das ist der Blick des Augenarztes auf ein Auge mit einem grauen Star. Mit der sogenannten Spaltlampe wird das gemacht. Das ist ein Auflichtmikroskop mit einem spaltförmigen Licht, um die einzelnen Schichten des Auges gut beurteilen zu können. Der hintere Teil dieses Lichtkegels ist die Linse in ihren einzelnen Schichten. So ist eine Linse aufgebaut. Sehen Sie rechts diese zwiebelartige Struktur. Das sind die einzelnen Schichten einer Linse. Der äußere Rand
ist die Kapsel, mit der ist die Linse im Auge praktisch aufgehängt, an ein Aufhängeapparat. Welche Arten von grauen Star gibt es? Als Beispiel hier ist der hintere Teil, ein Polstar nennt sich das, der hintere Teil eingetrübt, die führen meistens relativ schnell zum schlechten Sehen, weil diese Veränderung besonders stark und intensiv ist, genau in der Sehachse, in der man eben am schärfsten sieht. Dann gibt es nukleare, also Kernkatarakte. Hier ist die innere Schicht besonders stark getrübt. Diese führen oft auch zu starken Blendempfindlichkeiten. Und natürlich können die einzelnen Schichten, wir haben sie jetzt erst noch gesehen, diese zwiebelartigen Strukturen, diese einzelnen Schichten können dann ebenfalls getrübt werden und führen ebenfalls zu Blendempfindlichkeit und schlechteren Sehen. Hier so radspeichenartige Strukturen oder auch der Rand der Linse kann einzeln oder für sich eintrüben. Und natürlich, wenn alle Schichten eintrüben, dann ist der graue Star, dann schaut das so aus. Und da kann man sich vorstellen, dass das Sehen natürlich massivst beeinträchtigt ist und dass dann teilweise gerade noch Handbewegungen erkannt werden können. Und das sieht man bei uns heute wirklich ganz, ganz selten, eigentlich gar nicht mehr. Das ist dann, wenn dieser dichte, harte graue Star weiter nicht behandelt wird, dann beginnt sich die Linse wieder zu verflüssigen und dann sinkt sie praktisch ab. Das untere ist der Rest der harten Linse und oben, das ist dann eine Flüssigkeit, das ist der Kapselsack mit einer Flüssigkeit gefüllt. Zur Operation. Die Augenheilkunde hat eine lange Tradition. Die ersten Augenärzte, die Okulisten, die ersten Aufzeichnungen stammen hier schon aus dem alten Ägypten. Auf den Steintafeln 2600 vor Christus waren hier die ersten Aufzeichnungen. Hier hat man natürlich den grauen Star in dem Sinn noch nicht operieren können. Zumindest gibt es aus dieser Zeit keine Aufzeichnungen. Die ersten Beschreibungen einer Therapie eines grauen Stars stammen etwa 1000 Jahre später und die ersten Behandlungen waren mit Salben und Zaubersprüchen. Dann hat sich schön langsam auch eine Operationstechnik entwickelt. Die ersten Aufzeichnungen waren dann hier im alten Babylon, also immerhin auch schon 500 vor Christus. Das kann man sagen, das waren dann die ersten Starstecher, wie man sie auch aus dem Mittelalter kennt. Hier unten sehen Sie einige Werkzeuge, die verwendet wurden, um die Linsentrübung zu behandeln. Hier wurde allerdings die Linse nicht entfernt. Die Technik damals war jene, dass am Rand der Hornhaut ein kleiner Schnitt gemacht wurde und die Linse mit einem stumpfen Spatelgegenstand nach innen ins Auge gedrückt wurde und so diese optische Achse wieder frei wurde und die Patienten zumindest einen Seheindruck damit wieder erhalten konnten. Heute läuft natürlich eine graue Star-Operation ganz anders ab. Wie erwähnt, ist es der häufigste chirurgische Eingriff in der Medizin. Und aufgrund der Häufigkeit haben wir natürlich inzwischen ein hohes Maß an Perfektion und Standardisierung erreicht. Entsprechend ist die Komplikationsrate extrem niedrig. Das Risiko, dass bei einer grauen Star-Operation überhaupt etwas passiert, liegt unter 1%. Sie ist aufgrund der Kleinschnitttechnik, die heute verwendet wird, auch relativ wenig belastend. Aufgrund dieser Technik ist man nun auch in der Lage, die Operation tagesklinisch durchzuführen. Wenn man bedenkt, dass noch vor wenigen Jahrzehnten die Patienten bei einer grauen Star-Operation bis zu 2 Wochen im Krankenhaus verbringen mussten, wobei eine Woche strenge Bettruhe erforderlich war. Und nun kann dieser Eingriff mehr oder weniger von der Anmeldung bis zur Entlassung in 90 Minuten durchgeführt werden. Aufgrund der kleinen Schnitte ist auch eine relativ rasche Heilung möglich. Und man ist nun möglich, aufgrund der erhöhten Präzision auch in einem großen Maße die Kurzweitsichtigkeit und Stabsichtigkeit, also den Astigmatismus, zu korrigieren. Die Kataraktoperation an sich dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Die Betäubung erfolgt inzwischen nur mehr
mit Tropfen in der Regel, eine Narkose ist nur mehr eher extrem selten notwendig. Bei der Operation selbst werden kleine Schnitte eben am Hornhautrand durchgeführt, wobei der größte Schnitt gerade mal 2,2 mm groß ist. Dann wird die Linse entfernt, der Kapselslack bleibt drinnen und dort werden eben die entsprechenden Linsen, wie zum Beispiel die derzeitigen Standardlinsen, Monofokallinsen, also Einstärkenlinsen oder eben die neueste Form Multifokallinsen, die einfach ein Sehen in mehreren Bereichen möglich macht, eingesetzt. Die Schnitte brauchen nicht genäht werden, das heißt, es brauchen auch keine Nähte nachher entfernt werden und die Wunden verheilen in der Regel nach 3 bis 4 Wochen und man ist nach 4 Wochen im Prinzip wieder voll einsatzfähig. Um einen kurzen Eindruck nun zu geben über die Operation, wir haben einen prominenten Patienten gehabt vom ORF, den Herrn Wolfgang Lehner, der kurz nun über diese Operation berichtet. Guten Morgen, Oberösterreich, mit Wolfgang Lehner. Guten Morgen, ihr Lieben. Ein herrlicher Tag bricht an. Die Sonne wird stundenlang scheinen und ich hoffe, Sie haben die Sonnenbrille mit, denn die werden Sie heute brauchen. Viel Spaß mit der Sonnenbrille. Ich wäre froh, wenn ich ohne Kontaktlinsen und Lesebrille da irgendwas erkennen würde mittlerweile hier im Studio. Aber dafür gibt es ja den Primar Dr. Peter Reinelt vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz. Garantiert gut sehen, ohne Brille und ohne Kontaktlinsen. Und zu dem werde ich jetzt gehen. Also ich hoffe, dass das letzte Mal ist, dass ich diese Brille aufsetzen muss. Es war die letzte Zeit nicht sehr angenehm im Studio mit den Monitoren beim Bergsteigen. Auch nicht angenehm, ständig laufen irgendwelche Brillen an. Seit 40 Jahren habe ich Kontaktlinsen, seit einigen Jahren jetzt diese Lesebrille. Das ist einfach keine Lösung auf Dauer. Wenn man dermaßen klein und groß und scharf und nah und weit sehen muss, und ich erwarte mir vom heutigen Tag wirklich eine spürbare Erleichterung in meinem Leben. Und ich freue mich eigentlich drauf, obwohl ein bisschen nervös bin ich schon. Wir werden also heute eine Multifokallinse einsetzen. Der erste Teil ist die Betäubung in der Vorbereitung. Das wird ein paar Minuten dauern, bis diese Betäubung wirkt. Dann fahren wir in den OP. Dort ist der erste Teil der Operation, der wird mit Laser durchgeführt. Ist komplett schmerzfrei, dauert etwa 2-3 Minuten. Die reine Operationszeit mit dem Laser sind nur wenige Sekunden. Dann werden sie unter das B-Mikroskop geführt. Dort wird das Auge abgedeckt, noch einmal betäubt. Dann werden einige kleine Schnitte am Rande der Hornhaut durchgeführt, die Linse entfernt und in dem verbleibenden Kapselsack wird eine neue Kunstlinse eingesetzt, die Zugänge verschlossen und ein Verband wird angebracht. Die Operation ist nun beendet. Sie hat etwa 10 bis 12 Minuten gedauert. Der Verband bleibt nun bis morgen in der Früh am Auge. Dann kann man den Verband bereits abnehmen und dann sollte bereits eine entsprechende Sehkraft vorhanden sein. In 10 Minuten war der ganze Spuk vorbei. Gespürt habe ich gar nichts, Wetter hat es überhaupt nicht. Momentan fehlt mir ein bisschen der Durchblick, bin schon gespannt, wie es morgen ist. Ich bin wirklich überrascht. Nach 24 Stunden fast die Kurzsichtigkeit, merke gar nichts mehr auf diesem einen Auge. Weitsichtigkeit sehe ich schon fast optimal, also eigentlich optimal. Das Lesen, das ist ein bisschen schwierig, aber ich merke es eigentlich auch von Stunde zu Stunde, dass das Ganze besser wird. Also die Operation ist gut verlaufen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, mit dem postoperativen. Dass die Sehkraft am nächsten Tag noch nicht vollständig zu 100% vorhanden ist, ist normal. Die Lesefähigkeit, das ist etwas, was sich entwickelt. Das Gehirn lernt jetzt mit der neuen Linse sehen. Und dieser Vorgang dauert einige Wochen. Gut schaut's aus. Alles scharf. Nah, fern, perfekte Sicht. Also das Einzige, was ich jetzt in diesem Sommer noch an Brillen brauche, hoffentlich, häufig, meine Sonnenbrille.
So, nach diesem kurzen Einblick möchte ich Ihnen noch kurz die Fehlsichtigkeiten aufzählen, die es gibt. Es gibt Fehlsichtigkeiten, die mit dem Augenwachstum zusammenhängen. Es ist die Kurzsichtigkeit, die Weitsichtigkeit und die Hornhautverkrümmung. Und eine Fehlsichtigkeit, die mit dem Alter zusammenhängt, eben die Alterssichtigkeit. Bei der Alterssichtigkeit ist es kein anatomisches Problem, sondern die Linse, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer starrer wird. Und durch diese Verhärtung der Linse ist man irgendwann nicht mehr in der Lage zu lesen, weil das Auge nicht mehr in der Lage ist, den Fokus in die Nähe einzustellen. Dies beginnt irgendwann zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, dass die Linse eben so starr ist, dass dies nicht mehr möglich ist, ebenso circa der Mitte etwa 45. Lebensjahr. Und dann ist eben eine Lesebrille nötig. Bei den anderen Fehlsichtigkeiten, die sind anatomisch bedingt, das heißt, das hängt mit dem Augenwachstum zusammen. Um scharf zu sehen, benötigt man zwei Teile, das eine ist die Hornhaut und das zweite ist die Linse. Diese beiden Bereiche sind dafür verantwortlich, dass man hinten an der Netzhaut scharf sieht, wie Sie oben linken, im oberen linken Bild sehen. Und wenn das Auge nun zu kurz gewachsen ist, im Vergleich zur Brechkraft des Auges, nennt man das Weitsichtigkeit. Das Bild würde dann erst hinter dem Auge entstehen. Und umgekehrt ist es bei der Kurzsichtigkeit, bei der Myopie. Hier ist das Auge zu lange gewachsen und das Bild entsteht, das scharfe Bild entsteht mitten im Auge. Und dort, wo man sehen kann, im Sehzentrum, wird das Bild eben wieder unscharf. Und dann gibt es noch als dritte Variante der Fehlsichtigkeit noch den Astigmatismus, die Stabsichtigkeit. Hier ist die Hornhaut vorne, die ebenfalls für die Brechung verantwortlich ist, eben nicht kreisrund, wie Sie im unteren rechten Bild sehen, sondern elliptisch. Und diese beiden Bereiche, diese elliptische Form, verursacht dann ebenfalls scharfes Sehen, unscharfes Sehen, wie Sie im Bild darüber erkennen können. Inzwischen, in den letzten 20 Jahren, hat sich die Möglichkeit im Bereich der Kataraktchirurgie, im Bereich der Linsen, die implantiert werden können, extrem erweitert. Die klassischen Linsen, die Monofokallinsen, die es jetzt in etwa in abgewandelter Form natürlich etwa seit dem Zweiten Weltkrieg gibt. Dort wurden die ersten Kunstlinsen aus Kunststoff eingesetzt, hat sich dieser Bereich extrem weiterentwickelt. Inzwischen gibt es Blaufilterlinsen, das heißt, die haben einen Bereich drinnen oder einen Filter eben drinnen, der in der Lage ist, bestimmte Anteile des blauen Lichtes herauszufiltern und daher einen Schutz des Sehzentrums der Makula zu gewährleisten. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Arten von Fehlsichtigkeitskorrekturlinsen, wie asphärische Linsen, die die Hornhaut, die Krümmung der Hornhaut noch besser und optimaler berücksichtigen, und eben torische Linsen, die den Astigmatismus, also diese ovale Hornhaut, ausgleichen können. Und die neueste Form der Linsen, die auf den Markt gekommen sind, sind eben Multifokallinsen. Diese Linsen sind jetzt in der Lage, auch mehrere Bereiche, also in der Nähe und nun auch in der mittleren Distanz, scharfe Bilder zu erzeugen. Hier nochmal das Sehen mit einer Astigmatismus korrigierenden Linse, links ohne Astigmatismus ein scharfes Bild, und entsprechend der Höhe des Astigmatismus, dieser Hornhautverkrümmung, wird das Bild immer unschärfer, und die Linsen sind eben in der Lage, diese bauchige Form, diese Veränderung des Sehendrucks wieder zu korrigieren, damit man wieder im Endeffekt auf das linke Bild kommt. Und die neue Form, die Multifokallinsen, die haben nun den Vorteil, die gibt es ebenfalls in torisch, also man kann hier auch alle Arten von Fehlsichtigkeit zusätzlich korrigieren, aber noch zusätzlich haben diese Linsen die Möglichkeit, mehrere Brennebenen zu haben. Das heißt, man hat einen Nahbereich, der ist in etwa bei 40 cm, um vernünftig lesen zu können, einen Intermediärbereich, also einen Bereich, der so ungefähr bei einem Meter ist, um auch auf dem Computer scharf zu sehen,
und natürlich den Fernbereich, das ist so etwa ab 6 Metern, um normal Auto fahren zu können oder Fernsehen. Hier sieht man nochmal einen Vergleich, oben im oberen linken Bild die Multifokallinse. Sie sehen die Zeitung, Sie sehen die Straßenbahn und alles können Sie mit dieser Linse gut erkennen. Im Gegensatz zum linken unteren Bild bei der monofokalen Linse, wo Sie zwar, wenn sie auf die Ferne eingestellt ist, die Straßenbahn gut erkennen können, aber natürlich nicht die Zeitung lesen können. Und es gibt natürlich aber natürlich auch kleine Nachteile einer Multifokallinse. Durch diese verschiedenen Brennebenen machen Sie Lichtphänomene in der Nacht. Das ist nur dargestellt auf dem rechten Bild. Da sieht man dann so leicht strahlende Lichtquellen. Das ist einer der wenigen Nachteile einer Multifokallinse. So sieht eine Multifokallinse aus. Das ist eine Einstärkenlinse, sind so eine wie im unteren mittleren Bild eine ganz glatte Linse, und die Multifokallinsen, die haben so Ringe, und diese Ringe sind dafür verantwortlich, dass man eben diese anderen Brennbereiche, diese anderen Sehbereiche zusätzlich erhält. Und so könnte man eben seine Lesebrille oder eben auch seine Gleitsichtbrille loswerden. Außer man möchte natürlich eine Brille, dann ist dies auch möglich. Die Leute, die nur zur Schönheit eine Brille tragen. Was ist nun wichtig im Zusammenhang mit Multifokallinsen? Multifokallinsen sind keine Standardlinsen. Also man muss denn schon den Wunsch haben, auch wirklich brillenfrei zu werden. Man darf oder man sollte auf jeden Fall keine schweren Augenerkrankungen haben, weil diese Linsen natürlich ein bisschen empfindlicher sind. Das heißt, ein gesundes Auge ist Voraussetzung für Multifokallinsen. Und der große Unterschied ist natürlich auch zu einer Standardlinse, dass diese Linsen einen Aufpreis beinhalten. Der Aufwand ist natürlich auch wesentlich größer, weil diese Linsen natürlich noch exakter eingestellt werden müssen. Es wird eine spezielle Voruntersuchung ist hier notwendig. Es wird nochmal die ganzen Vor- und Nachteile besprochen, wie eben das eine Bild mit der Nachtsehfähigkeit. Es wird da eben besprochen, was so eine Linse leisten kann und was sie eben nicht leisten kann. Es wird dann entsprechend ein individueller Operationsplan erstellt, und auch wichtig, Multifokallinsen funktionieren nur optimal, wenn man beide Augen operiert. Was kostet so eine Linse? Das ist beim Grauen Star abhängig von Ihrem Versicherungsstatus, denn die Versicherungen, das wird einem praktisch auf die Operation gutgeschrieben, auf so einen Eingriff. Der Eingriff beginnt bei etwa 1200 Euro für beide Augen. Wenn Sie sich für so eine Operation interessieren, beziehungsweise wenn Sie einen grauen Star haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Grundsätzlich beim grauen Star erfolgt das über die Zuweisung vom niedergelassenen Augenfacharzt. Und dann sehen Sie hier oben links eingeblendet die Telefonnummer, wo Sie sich dann melden können für eine solche Operation. Wenn Sie den Wunsch haben, keine Brille mehr zu tragen oder sich einfach für Multifokallinsen interessieren, dann haben wir rechts unten die Telefonnummer, das ist von unserem refraktiven Laserzentrum. Dort werden Sie über die Möglichkeiten, brillenfrei zu werden, informiert. Nun bin ich am Ende meines Vortrages. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.